Die Erse ist der Pius Tjeschaft ein Teilstück der Autobahn Nordrings A99 ist jetzt auf wir Spuren verbreitert. Doch der Gesamtausbau ist logistisch aufwendig und wird noch keine Zeit in Anspruch nehmen. Munken die 99 ist die Autobahn mit dem höchsten Verkehrsaufkommen in Bayern. And work tagen worden bis zu 133.000 kfz in 24 Stunden gesellt, zu Ferienzeiten sind es 30.000 mehr. Da zu les Langzeit Projekt die Autobahn zumindest zwischen dem Autobahnkreuz München nur und das Keimschlash ist meining aus gebot worden, for jeskits 99 Millionen Euro und 10 Verspuren in Baden Richtungen. Plus der Anfang ist gemacht nach einem Jahr basit sind nun die ersten Kilometer der Nordfahrbahn Richtung Nürnberg zwischen Autobahnkreuz und der Isarbrück Verspurig. Wir brücken müssen Rafu abgebrochen und neu gebaut worden. Die Wertspur wird dabei nach innen gebaut, der schon beim Bau der Autobahn in den 70ern Absatzlich überbreit angelegt Mittelstreifen auf nun rund 6 Meter verschmälert. Damit ist die Bauphase 1 Schloss und die Bauphase 2 beginnt, teilt Joseph Siebtrevon der Autobahn direkt einset bei RMIT. Autofahrer haben noch nichts von Pinziel der Autofahrer hat von diesem erregten Pinziel noch nichts. Den bis Donnerstag wird nun der Gesamtverkehr auf die Nordfahrbahn verlegt, der Abschnitt bleibt eine Großbaustelle. Den nun kann der Verspürungsbau der Südfahrbahn in Richtung Salzburg beginnen. Der Bau ist logistisch sehr aufwendig, sagt Siebter über 61 und beauftragt Firmen und Ingenieurbüros müssen dabei koordiniert und befusigtigt worden. Auf die Autobahnbauer warten ein strengend Projekt. So müssen bis Mars 6 Brücken abgerissen worden. In May Rieren Wachenenden wird dafür die Stadtstrasse 2053 zwischen Ismaning und Unterführung gesperrt. Auch die S8 Flughafenstrecke, die Autobahn kreuzt, wird im Dezember Knoxville gesperrt. Es müssen neue Oberleitungsfundamente gesetzt worden. In der 2018 soll die Gesamtsudfahrbahn zwischen Autobahn kreuzt und das Keimverbreiter sein. 2019 wird dann der Rest der Nordfahrbahn zwischen der Isarbrück und das Keim ebenfalls Verspurig ausgebaut. Doch auch dann wird der Autobahnring auf der Agenda der Planer bleiben. Im Bundesverkehrsweichplan ist der Verspurigsbau bis zum Autobahnkreuz München Süd angemeldet und im Verdringlichen Bedarf angestuft. Die Gesamtkosten für die Verbreiterung werden auf 348 Millionen Euro geschätzt.